Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Gibt es den einen Dualseelenweg, diesen Weg, dieses Konzept, dem wir alle folgen können und wo wir dann am Ende ja, unser Wunschergebnis erreichen? Das ist das, worüber ich heute sprechen möchte. Und gleich zu Beginn, ich freue mich sehr, wenn wir eine Diskussion starten in den Kommentaren, denn das ist ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema. Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Und deswegen würde mich deine eben wirklich auch sehr interessieren. Und da das Thema Dualseelen offensichtlich auch in deinem Leben eine Rolle spielt, denn sonst hättest du vermutlich dieses Video nicht angeklickt, hast du da sicherlich auch einiges dazu zu sagen. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du diesem Video ein Like gibst. Das unterstützt mich hier sehr in meiner Arbeit und da freue ich mich dann natürlich auch sehr darüber. Ja, der Dualseelenweg, der wohl herausforderndste und vielleicht auch schwierigste Weg, den man in seinem Leben gehen kann, das ist zumindest meine eigene Erfahrung und auch war auch der Tenor, den ich gerade neulich im Gespräch mit einer lieben Freundin hatte, die denselben Weg gegangen ist. Und ja, bei uns beiden hat es lange gedauert, viele Jahre, bis wir diesen Weg bis zu unserem Ende gegangen sind und tatsächlich ja unsere Happy Ends gefunden haben sozusagen. Und die Frage ist eben, gibt es diesen einen Dualseelenweg? Und meine Antwort darauf ist völlig klar, nein. Den gibt es definitiv nicht, denn ich denke, das kann auch gar nicht so sein, weil wir alle Individuen sind. Und du kannst nicht ein Konzept auf alle überstülpen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, natürlich, es gibt in diesen Verbindungen Dinge, die sind ähnlich. Es gibt vielleicht auch ein paar Dinge, die wirklich allen begegnen, die auf diesem Weg sind, beziehungsweise die ihre Dualseele getroffen haben. Aber dennoch wird es eben nie dasselbe sein, weil du bist anders als ich. Meine Dualseele ist völlig anders als deine. Und deswegen, und das habe ich ja schon oft in meinen Videos betont, distanziere ich mich eben auch von diesem Konzept, auch gerade von dieser Eintrichterung. Es gibt den Gefühlsklärer und es gibt den Loslasser. Das ist für mich einfach nicht stimmig. Ich bin gerade etwas irritiert, weil wenn ich meine Hand hier halte, ist die immer lila. Das ist etwas merkwürdig, aber ich glaube, auf dem Video wird es nicht auftreten. Ja, für mich gibt es diese Einteilung so einfach nicht, denn ich habe bei mir sowohl als auch bei meiner Dualseele bemerkt, dass wir dieselben Themen haben und dass das immer wieder sich verändert hat, dass das immer wieder gewechselt hat. Ja, mal war ich in der Position der Loslasserin, die sicherlich einen größeren Teil dessen ausgemacht hat, was ich auf diesem Weg zu lernen hatte. Aber ich war genauso oft auch in der Position der Gefühlsklärerin. Und bei meinem Gegenüber war es eben unterschiedlich. Er ist sicherlich mehr der Gefühlsklärer, hat aber genauso viel eben auch oder ganz, ganz viele Dinge auch gehabt, die man eigentlich dem Loslasser zuspricht. Und deswegen ist dieses Konzept für mich nicht stimmig. Und es wäre schon deswegen auch nicht stimmig, weil es bedeuten würde, dass wir alle gleich sind. Und das kann eben einfach überhaupt nicht sein. Denn Menschen sind Individuen. Wir sind einfach viel zu individuell, als dass es für alle einen Weg geben kann. Das, was sicherlich bei allen dasselbe ist, das ist der Punkt, dass es darum geht, die eigenen Themen zu heilen. Und auch da gibt es oft Parallelen, denn Thema Verlustangst ist bei so ziemlich jedem Dualseelenpaar, was mir bisher begegnet ist, ein Thema gewesen. Oder ist es vielleicht auch noch? Und dennoch heißt das nicht, dass das gleich ausgeprägt ist, sondern das kann eben auch eine unterschiedliche Gewichtung haben. Bei mir war es mein riesengroßes Thema. Mein, ja, ich könnte fast sagen, das Thema meines Lebens. Zumindest bisher, was ich dann eben auch heilen durfte. Und das ist aber eben bei jedem unterschiedlich. Und so gibt es andere Themen, die wiederum bei anderen mehr auftreten, die jetzt bei mir nicht ganz so stark waren, weil ich diese Themen schon bearbeitet hatte, schon geheilt hatte oder weil sie bei mir einfach gar nicht dran waren.
Und das ist eben dieser Punkt, warum es nicht den einen Dualseelenweg geben kann. Denn du hast eben immer eine individuelle Ausprägung. Du hast die Dinge erlebt in deinem Leben, die du erlebt hast. Du bringst das aus früheren Leben mit, was deine Erfahrungen gewesen sind. Und genauso ist es mit deinem Gegenüber. Und deswegen kann man nicht das auf alle überstülpen und ein Konzept machen, weswegen ich in meinen Coachings auch aktuell nur 1:1 Begleitungen anbiete, weil ich individuell schauen möchte, individuell in die früheren Leben gucke. Was habt ihr dort gemeinsam erlebt? Wie ist eure Verbindung? Was habt ihr an karmischen Dingen, die ihr lösen dürft? Was sind deine eigenen Themen? Und das ist eben sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und um dem gerecht zu werden, bin ich der Meinung, dass das eben wirklich nur möglich ist, wenn man sich auf die einzelne Person konzentriert. Und genau deswegen ist das eben nicht mit einem gängigen Konzept zu erklären. Es gibt, wie gesagt, Parallelen, ich habe es ja schon angesprochen, verschiedene Ängste, die zu lösen sind. Und natürlich ist auch der gemeinsame Tenor, dass wir alle unsere Themen heilen dürfen. Und dass wir letztendlich als Ziel haben sollten, bei uns selber anzukommen. Denn das ist eben auch etwas, was oft so fälschlich dargestellt wird, dass immer gesagt wird, ja, es geht ja darum, mit diesen Menschen dann irgendwann zusammenzukommen. Und das ist eben auch einfach nicht wahr. Denn viele werden in diesem Leben nicht zusammenkommen. Was nicht bedeutet, dass ihr nicht zusammengehört und was nicht bedeutet, dass dieser Mensch oder diese Seele, diese eine Seele ist, die dich schon in vielen Dingen komplettiert. Dennoch ist es sehr gut möglich, dass ihr in diesem Leben einfach nicht zusammen sein sollt. Und das ist eine Tatsache und eine Wahrheit, die mit am schmerzlichsten zu akzeptieren ist. So war es auch für mich. Aber seit ich das zu 100% angenommen habe, bin ich absolut frei von dem Gedanken, mit meiner Dualseele eine Beziehung führen zu wollen, weil ich ganz klar gespürt habe und weiß, dass es nicht möglich ist. Und ich jetzt aktuell auch davon ausgehe, dass es nicht sein soll. Und es ist zu 100% in Ordnung. Das kann ich inzwischen tatsächlich so sagen. Hat lange, lange gedauert, bis das möglich war. Aber jetzt ist es so. Ich kann es wirklich zu 100% annehmen. Und inzwischen oder im Moment würde ich sogar sagen, ich möchte es auch gar nicht anders. Weil es nicht funktionieren würde, beziehungsweise weil es einfach nicht passt. Und das ist eben der Punkt. Auf diesem Weg, den du gehst, zu dir selber, passiert so wahnsinnig viel und es kann sich so viel ändern. Wenn du aber daran festhalten willst, dass dieser Mensch unbedingt derjenige sein muss, mit dem du in eine Partnerschaft gehst, dann kann es auch sein, dass du dich verrennst und dass du in eine Sackgasse läufst. Und auch das ist meine eigene Erfahrung gewesen, dass ich in einigen Jahren, die ich ja, tatsächlich darauf gewartet habe, ihn wieder zu treffen oder wieder mit ihm in Kontakt zu sein, dass ich tatsächlich darauf gewartet habe und deswegen in einer Sackgasse festgesteckt habe. Weswegen ich nicht offen war für etwas Neues. Und das ist alles okay, weil das war mein Weg und der sollte so sein und das ist alles in Ordnung, so wie es jetzt ist. Aber dennoch war es eine Sackgasse und das ist mir eben auch einfach ganz deutlich bewusst geworden. Und das hing auch damit zusammen, weil ich auch eine Zeit lang gedacht habe, dass es ja eben so sein muss und dass es dieses Ergebnis gibt. Und da es Paare gibt, wie unter anderem meine Freundin, die mit ihrer Dualseele zusammenlebt und ich auch von anderen Paaren weiß, wo es so ist, ja, natürlich glaubt man dann, dass es auch bei einem selber möglich sein kann. Und ja, es kann vieles möglich sein und es ist bei dir natürlich auch sehr gut möglich, dass es so kommen kann. Nur wenn du dich immer weiter darauf fixierst und glaubst, dass das das Ziel sein muss, dann wirst du dieses Ziel einfach nie erreichen. Denn das ist niemals das Ziel, sondern das Ziel liegt in deiner eigenen Heilung und in dem Weg zu dir selbst. Und das ist die größte Erkenntnis, die du daraus ziehen kannst. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, dann wirst du wirklich frei. Und dann kannst du wirklich anfangen, dein Leben zu leben und dann bist du heil. Und dann hast du all die Anteile, ja, die in gewisser Weise auch zurückgeholt, die du verloren hast. Und
Ich werde in einem weiteren Video darüber sprechen, was das größte Geschenk aus meiner Sicht aus dieser Beziehung oder auf diesem Weg ist. Denn es gibt einen Punkt, der so unfassbar wichtig ist und der wirklich ein riesengroßes Geschenk ist. Aber das werde ich in einem separaten Video behandeln, denn das braucht auch ein paar mehr Worte, als sie jetzt hier dann angebracht wären. Aber nochmal ganz klar, für mich gibt es nicht den einen Weg und jeder, der das behauptet, hat nach meiner Meinung einfach nicht verstanden, worum es wirklich geht und hat nicht verstanden, was eine Dualseele denn wirklich ausmacht und was dahinter steckt. Und jetzt, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wie du das siehst.